Hi, mein Name ist Samira Seigele. Ich bin eine Hälfte des Duos Seigele Autschbach und Peter Autschbach. Die andere Hälfte. Mhm. Sehr schön. Peter, wo sind wir? Wir sind bei Time Zone in Osnabrück und das ist das Label, auf dem unser nächstes Album erscheint. Boah, wie cool. Mhm. Wie heißt das denn? Sing! Sowas? Genau, ja, sowas kannst du singen. Ja, das Album heißt Sing und das hat natürlich vielleicht auch eine besondere Bedeutung gerade im Moment, weil das Singen ist fast ja schon verboten worden und wir singen trotzdem, weil Singen ist gesund. Ja. Und auf dem zweiten Album, was wir gemacht haben, bei Time Zone, da ist es so, dass die Samira mich auch ab und zu mitsingen lässt. Und es gab dann tatsächlich einen Song, wo wir 40 oder 50 Gesangsspuren aufgenommen haben. Also es hat einen riesen Spaß gemacht. Aber war natürlich auch viel, ja, Zeit ist dabei draufgegangen, aber wir hatten ja auch Zeit. Und dann haben wir die genutzt. Haben wir die genutzt. Was ist es denn für ein Stück mit den 50 Stimmen? Wollen wir das schon verraten? Na, können wir verraten. Das ist ein Jazz-Standard in a mellow tone. Und das ist quasi wie so ein Big Band-Arrangement geworden und mit Frage-Antwort-Teilen, so wo eben fünf Leute singen die Frage, dann singen fünf Leute die Antwort und dann gibt es Background-Stimmen und tausend Sachen, ja genau, Vocal, Percussion und alles ist da zu hören. Und wie lange haben wir dafür gebraucht? Einen Monat oder so. Ja, alles halt nacheinander aufgenommen, geht ja nicht anders. Wir hatten eben keine Gesangs-Bigband dabei. Ja, da haben wir uns sehr viel sängerische Mühe gegeben. Mhm. Sing ist entstanden. Ich war ein bisschen ob der Lätschigkeit und der Motivationslosigkeit aufgrund von gewissen äußeren Einflüssen in meinem Dunst. Und Peter schickte mir einen Song und ich hörte ihn beim Joggen und es passierte sofort was mit mir. Es war ein Instrumentalsong, den er mir geschickt hat, den du mir geschickt hast. Und ich lief und plötzlich lief ich schneller und es wurde viel leichter und ich hatte direkt Ideen zu einem Text und ich war so begeistert, das hat mir wirklich Aufwind gegeben und plötzlich war ich motiviert und so froh, dass wir ein Album machen, Peter. Ich auch. Und für mich war auch klar, dass der Song, das habe ich mir dann so überlegt beim Joggen, Sing heißen soll und dass es von Musik handelt und von der Kraft der Musik, die Musik an sich hat und auslösen kann und in dem Moment in mir ausgelöst hat und die ich dann in die Welt raustragen wollte mit Peter zusammen. Und dann war er einverstanden mit meinem Text. Ja, und das Album darf dann auch so heißen. Ja. Singen ist gesund. Ja, so ist es. Singen stärkt das Immunsystem und verbindet. Ganz bunt ist unser Album. Ja. Ganz viele verschiedene Stile. Natürlich auch die eigene Note. Die kleine Note, ja, es gibt einen Song von der kleinen Note und auch, ja, wir haben ja eine eigene Art und Weise, wie wir mit Songs umgehen und diesmal sind etwas mehr als die Hälfte der Songs selbst komponiert oder noch mehr, glaube ich. Ich muss jetzt zählen. Ich glaube, zwei oder drei Songs, die gab es schon mal früher, aber da haben wir dann natürlich auch die ganz eigene Version draus gemacht. Ja, das hat sehr lang gedauert alles, aber dafür ist es auch richtig geil geworden. Mhm. Und diese Zeit auf Fuerteventura, wir waren 2 Monate auf Fuerteventura, haben gesagt Lockdown ohne uns und auf Wiedersehen und dann waren wir dort und dann hatten wir wirklich alle Zeit der Welt für Ideen zu entwickeln und da ist der Song Starlight entstanden, da sind ganz, ganz viele Dinge passiert, die eben jetzt auf dem Album zu hören sind. Und da ist auch ein Video passiert, nicht wahr? Genau. Das heißt Sing. Mit der Drohne haben wir gefilmt und mit allen Mitteln, die wir hatten. Einfach alles. Nur zu zweit zwar alles, es gab keine Kameraleute, mussten wir alles alleine machen, aber irgendwie war es auch cool. Ja, also wir haben richtig viel Arbeit reingesteckt, sehr viel gelernt, da wir eben alles selbst gemacht haben. Und jetzt möchte ich überhaupt nicht missen. Und das Album spiegelt, vielleicht auch, weil es eine Weile gedauert hat und weil wir so viel Zeit da reingesteckt haben, einfach noch mehr Facetten wieder, die wir beide über ein Jahr erlebt haben, verarbeitet haben und zu Papier gebracht haben. Ne?
auch neue Dinge, die man sich angeeignet hat, zum Beispiel gewisse Klänge zu samplen. Wir haben eine Wespe gesampelt und die soliert fleißig auf einem Stück. Genau. Mit einem Raben zusammen. Mhm. Und ja, Samira singt nicht nur Englisch und Deutsch, sondern auch auf Französisch. Und gibt es noch mehr Sprachen? Nee, nein, das Rabisch. Reicht ja auch schon. Rabisch, genau. Rabisch und Bienisch. Genau. Ja, es ist sehr, 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 sehr bunt geworden. Und ich freue mich total, wenn das fertig wird und wir es euch zeigen dürfen. Geht mir auch so. Und auf die Reise mitnehmen dürfen. Zusammen. Mit Time Zone. La fleur m'a dit qu'elle m'aimait, mais ne veut me donner son nectar délicieux de ses petits tapés qu'en amour faut pas abandonner.